In dem Bett hat seit Jahren niemand mehr geschlafen. Die Decken sind voller Staub. Ach, da kam wohl nicht wieder zurück. Kann ich das benutzen? Das Bett sieht ja ganz bequem aus, aber in dem ganzen Staub würde ich ersticken. Ach, das Bett, Bücher, Tür. Ist Lady Ellen bereit? So bereit, wie sie nur sein kann. Ihr Körper ist durch den Zauber geschwächt, aber sie wird bei Bewusstsein bleiben. Die Kunst der Opferung wird auf reine Wissenschaft reduziert. Wo bleibt da der Glamour? Wir müssen warten, bis sie entfernt wird. Das schaffen wir beim besten Willen nicht allein. Dann warten wir auf einen Prinzen. Mit seiner Hilfe können wir das Tor zur anderen Welt öffnen. Gott, was war das denn? Will ich wieder rein? Wo sind Sie hin? An die Wand genagelt. Na, ich dachte, vielleicht kann man den irgendwie ziehen oder so. Oder den hier. Gott, diese Fliege! Ein Geheimgang. Was dort oben wohl auf mich wartet. Die Speicherung. Kann ich jetzt aber vielleicht nochmal zu Ellen gehen und vielleicht über ihren Vater reden? Oder nochmal hier ins Zimmer gehen? Okay, da ist keiner drin. Ellen. Der Teufel? Ted. Bitte halte durch, Ellen. Dein Vater ist losgezogen, um ein Heilmittel zu holen. Das ist Wochen her, Ted. Mein Vater wird niemals zurückkommen. Weder mit noch ohne Heilmittel. Moment, er sagte, in dem Bett hat seit Jahren keiner mehr geschlafen. Und sie sagt ja, er ist erst seit ein paar Wochen weg. Wer ist diese Hexe, die hier mit dir lebt? Sie ist meine Stiefmutter. Als die Hässlichkeit sie befiel, zerbrach sie fast alle Spiegel im Schloss. Schlaf. Ja. Kann ich mit dem da auch nochmal reden? Wenn. Ja, ja, da genug. Moment. Der. Nee, es sah gerade eben so an, als hätte er irgendwie komische Sandalen an, aber einfach nur sehr merkwürdig designte Schuhe. Dann gehen wir da. Dann benutzen wir halt nochmal das da. Und dann gehen wir da hoch. Die Hexe. Was macht sie mit ihren Händen? Vielleicht eine Art Beschwörung? Was hast du mit Ellen gemacht, du alte Hexe? Ah, unser Prinz ist endlich da. Jetzt können wir mit unserem Ritual beginnen. Warum nennst du mich einen Prinzen? Willst du das denn nicht für Ellen sein? Ihr Märchenprinz? Ich brauche jemanden, der ihr Vertrauen gewinnt und ihre Abwehr überwindet. Die Rolle hast du in der wirklichen Welt doch viele Male gespielt. Von was für einem Ritual redest du? Ein Opfer. Ein Tauschgeschäft. Ellens Leben für ein sicheres Durchschreiten des Tors. Was war das mit dem Tor? Das Tor ist ein Zugang zur oberen Welt. Es ist der einzige Weg heraus. Und was für eine Rolle spiele ich bei diesem Ritual? Du musst Ellens Spiegel für mich zerstören. Sie benutzt ihn, um mich von ihr fernzuhalten.
Ich will, dass du ihn zerbrichst, damit ich mein Werk vollenden kann. Du willst also nur, dass ich den Spiegel zerbreche? Es ist nicht ganz so einfach. Der Spiegel hat große Kräfte. Er kann nur im magischen Kreis zerbrochen werden. Warum kannst du den Spiegel nicht selbst zerstören? Ich altere sehr schnell und trotz meiner Kräfte bin ich eine Sklavin der Eitelkeit. Ich kann es nicht ertragen, in einen Spiegel zu sehen. Wo ist Ellens Spiegel? Er liegt auf ihrer Frisierkommode. Ich habe auf Ellens Kommode nachgesehen. Der Spiegel ist nicht da. Du musst diesen Spiegel finden. Er hat enorme Zauberkräfte. Ohne ihn kann ich nicht sicher sein, dass ich die Zeremonie erfolgreich vollende. Warum kannst du das Tor nicht ohne den Spiegel öffnen? Da sind noch andere, die sich für Ellens Schicksal interessieren. Dieser Spiegel ist vielleicht die einzige Möglichkeit, ihre Einmischung zu verhindern. Und wenn ich den Spiegel nicht finde? Dann geh zum Teufel! Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Eine Chance, EMs Folter für immer zu entkommen. Ich werde dir niemals helfen. Dann tu es für Ellen. Befreie sie von ihrer Qual, zerstöre den Spiegel und vielleicht könnt ihr beide von hier fliehen. Vielleicht kann ich etwas anderes für dich tun. Nun ja, mein Mann ist schon ziemlich lange weg. Wenn du meine Bedürfnisse als Frau befriedigen kannst, helfe ich dir zu fliehen. Nein. Ich schlafe nicht mit dir. Niemals würde ich meine Liebe zu Ellen verraten. Du spielst den Märchenprinzen sehr überzeugend. Aber ich habe dich durchschaut. Zerstöre den Spiegel und ich lasse dich in die obere Welt fliehen. Lass mich dein Angebot überdenken. Überlege nicht zu lange. Die Kräfte, die hier am Werke sind, haben wenig Geduld. Ich sollte dich besser umbringen. Ach, wir halten uns für den großen Rächer? Mein Zauber ist stärker als jede körperliche Kraft, die du aufbieten kannst. Aus meinen Augen! Ich würde nur schade. Schade, schade. Ich weiß über... Da kann man gar nichts machen. Ein fast vollständiger Kreis mit einem Pentagramm. Das muss ein Teil einer schwarzen Messe sein. Das heißt, ich könnte jetzt mit zwei Frauen hier schlafen. Wäre vermutlich eher der böse Weg. Ich weiß nicht. Kann ich nochmal mit ihr reden? Ich habe noch ein paar Fragen. Jetzt lass mich in Ruhe. Ich muss mich wieder um das Essen kümmern. Oder auch nicht. Habe ich halt keine Fragen. Auch gut. Dann geh zum Teufel. Ich geh jetzt zum Teufel und rede nochmal mit ihm. Oder auch nicht. Rede mit Ellen. Ted. Schlaf. Ja, aber wo soll er denn sein? Ist nicht auf der Kommode. Hier. Ach, da komme ich. Nein, da. Moment, war nicht hier auch was eben? Türöffnung. Da komme ich vielleicht raus. Och, heulen Wölfe so, weil sie Hunger haben oder weil sie ihre Opfer gerne quälen? Das sind Augen. Da gehe ich nicht weiter. Wir gehen wieder ins Schloss.
Hier sind so viele potenzielle Dinge, die man anklicken kann, und doch kann ich es nicht benutzen. In dem Bett hat seit Jahren niemand mehr geschlafen. Da, seit Jahren? Und sie sagt, er ist erst seit ein paar Wochen weg. Aber hier gibt es jetzt auch nichts Neues mehr für uns, ne? Don Quixote, Faust, Tagebuch. Morte der Arthur, das kenne ich jetzt gar nicht. Synopsis auch nicht. Keine, die göttliche Komödie. Zumindest vom Namen her sagt ihm ja was. Sonst gibt es hier nichts. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Tür aufkriege. Dieser Ofen. Wie einst im Mai diese Aussage macht überhaupt gar keinen Sinn. Kann ich das schieben? Die Tür ist ver. Was mache ich denn mit der Ikone? Die kann ich nicht zufällig mit den Büchern benutzen. Ich weiß nicht, was ich hiermit anfangen soll. Ich dachte, du kannst vielleicht. Oh, es gibt neue Bücher. Hier ist ein Bild von dem Kreis, den ich in der Geheimkammer gesehen habe. Die Inschrift lautet: Ergänze den Zauberspruch, um den Geist zu rufen. Doch breche nicht den Kreis, sonst entkommt der Geist. Zum Glück kenne ich mich mit Shakespeare aus, sonst hätte ich dieses Buch über Hexen nicht bemerkt. Hier ist der Zauberspruch, den die Hexe gegen Ellen benutzt haben muss. Die Formel lautet: Kala Ingmar Taco. Taco. Was sagt denn das Buch? Kultureller Hintergrund. Das Sprichwort, wer durch das Schwert lebt, wird durch das Schwert fallen, bedeutet, dass die Verhaltensweise oder Handlungen eines Menschen ihn ins Verderben stürzen können. Ja. Ted. Schlapp. Was soll ich denn jetzt tun? Kann ich jetzt mit diesem neu gewonnenen Wissen die Ikone oben benutzen? Ich habe keine Ahnung. Oder die Glasscherbe mit dem Kreis. Es ist nicht genug Blut, um etwas zu zeichnen. Ich würde nur Blut. Er braucht doch Blut. Ich weiß über. Ich brauche mehr Blut. Ich habe ja schon viel widerliches Zeug gegessen, seit AM uns gefangen genommen hat, aber das geht zu weit. Es ist nicht genug Blut, um etwas zu zeichnen. Ha. Es ist doof, dass die Tür immer wieder zugeht. Ich würde. Das war ja auch Sinn der Sache. Huh.
Kann ich hier nicht einfach die Krone geben? Das ist sehr aufmerksam von dir, Ted. Aber ich brauche meinen Spiegel. Ich würde nur Blut... Ich würde nur... Ich würde nur... Das sind so viele Sachen. Was soll ich damit machen? Oh je, die alte Dame muss wieder einen Spiegel zerbrochen haben. Ich fege den Rest auf, wenn ich mit diesem Huhn fertig bin. Legen Sie das lieber wieder hin. Es wäre nicht gut, wenn die Alte Sie damit sähe. Könntest du bitte dieses Ding wegnehmen? Ich warte auf eine Seele! Könntest du bitte... Okay, das hat auch keinen Sinn. Die beiden Sachen haben wir ja schon mit N ausprobiert. Dann versuchen wir das... bei der Dame oben. Vielleicht muss man uns ja erst sagen, was das für eine Ikone ist, damit wir sie benutzen dürfen. Glaubst du, du kannst mir mit einem lächerlichen kleinen Talisman Angst einjagen? Nein, ich hatte gehofft, du sagst mir, dass das der Schlösseraufmacher ist. Willst du mich etwa mit dieser Glasscherbe angreifen? Sieh dir das Blut darauf an. Du bist doch hier sterblich. Ich kann die Ikone hier aber auch nirgendwo ablegen. Okay. Da kann sie mit der Kanzel benutzen. Mit der Wand. Weißt du? Ich weiß nicht, was. Kann ich. Passiert was anderes, wenn ich diese Wand durch die Wand genagelt. Wir haben ja sonst keinen Geheimgang mehr, oder? An die Wand genagelt. Nein, leider nicht. Gut. Oder eher nicht gut. Wo war denn jetzt die Türöffnung? Nein, Türöffnung. Türöffnung. Das war ich jetzt ein paar neue Bücher zu lesen? Nein, ich wollte ja eigentlich benutzen. Nein. Hier nochmal. Dämonen und ihre Sphären. Oder kann er jetzt was anderes darin lesen? Dies ist ein Verzeichnis der... Nein, so Gott. Hier was anderes drin. Schade, dass ich nicht... Nein. Steht was über das Tor scheinbar.
Dieses Buch handelt scheinbar davon, wie man Metalle in Gold verwandelt. Wenn ich hier schliefe, würde ich wohl...